Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Wir haben es geschafft, in der letzten Folge den Uralten zu besiegen. Wir haben zwei kleine Mini-Ferkel. Hier ist das eine. Wo ist zweites Mini-Ferkel? Wir hatten doch zwei. Ach dort, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Alle noch da? Seid ihr schon wieder hungrig? Nö, zahm und fröhlich, das freut mich. Wir schauen noch mal eben kurz nach ihm hier drüben. Und bei dir? Auch zahm und fröhlich, sehr gut. Wir haben ja diesen sumpfigen Schlüssel bekommen, hieß er, glaube ich. Ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt. Und zwar heißt das so viel wie, dass wir uns bald ins nächste Biom aufmachen. Nämlich in die Sümpfe. Und dort gibt's Dungeons, wofür wir einfach diesen Schlüssel brauchen, um reinzukommen. Die kalten Gebiete wie die Berge, die wir ja schon gefunden haben, sind eigentlich eher so als viertes Gebiet gedacht, weil wir da vorher entweder Met brauchen, um uns aufzuwärmen oder eine bestimmte Rüstung. Und da wir beides noch nicht besitzen, werden wir uns da auch nicht hinmachen. Ich habe mir jetzt für die Folge vorgenommen, eigentlich erstmal mit euch den Uralten auszuprobieren. Wir reparieren mal ganz kurz die Werkzeuge. Einfach nur, um das mal eben schnell zu probieren. Und dann nehmen wir uns aber wieder Eiktür. Weil das ist ja nicht ganz so speziell, sage ich mal. Könnte man, oder werde ich eher gebrauchen, als das mit dem Holzfällen. Das dann halt natürlich nur, wenn man auch Holz fällt. Aber schneller bewegen, sprinten und so weiter. Ui, Einschlag. Oder war der jetzt schon? Was ist das? Achso, ist auch Holz. Weiß nicht, ob der schon angeschlagen war. Beischläge. Nicht auf mich drauffallen, bitte. Aber es geht definitiv schneller. Geil. Also das ist auf jeden Fall sehr viel wert. Schaut mal, zwei Schläge drauf. Zu stabil. Ich weiß gar nicht, was wir da. Ich glaube, da brauchen wir die Bronze-Axt, ne? Die könnten wir uns eigentlich gleich mal herstellen. Lasst uns noch ganz schnell hier zu den Opfersteinen. Eigentlich möchte ich nicht den guten Honig verbrauchen. Ich hoffe mal, dass wir die Fähigkeit jetzt wechseln können, auch wenn die gerade noch in der Abklingzeit ist. Okay, passt. Müssen halt 19 Minuten warten, aber egal. Das hätten wir wahrscheinlich auch so gemusst. Ja, eigentlich habe ich vor, mit euch heute mal wieder ein bisschen den dunklen Wald zu erkunden, weil ganz ehrlich, so wirklich viel von der Karte haben wir noch nicht aufgedeckt. Und einerseits wäre es echt cool, den Händler mal zu finden. Und andererseits müssen wir jetzt früher oder später auch die Sümpfe noch finden. Unseren Karotten geht's gut. Ich würde sagen, wir machen noch ganz schnell unser Inventar leer und dann geht's los. Und die Bronze-Axt würde ich mir gern machen. Lasst mal eben schauen, was die kostet. 8 Bronze. Das heißt 16 Kupfer und 8 Zinn. Und 2 Lederreste waren es, glaube ich, noch. Haben wir gar keine gelben Pilze mehr? Oder habe ich die schon wieder irgendwo reingeschmissen, wo ich sie nicht wiederfinde? Ach hier, warum sind die nicht bei Pilze drin? Ich habe auch das falsch reingepackt. Entschuldigung, müssen wir noch ganz schnell erledigen. So, dann lasst eben noch das Inventar leeren. Federn. Und die Samen. Und dann können wir mal noch gucken. Vielleicht haben wir eigentlich genug. Blaubeeren sind nicht so viele, aber da werden wir schon noch welche auf dem Weg finden. Dann brauchen wir jetzt, was habe ich gesagt? Wir brauchen 16 Kupfer, ne? Haben wir gar nicht. Ja, 8 Bronze hat es gekostet. Nee, haben wir leider nicht. Und es wird schon wieder dunkel. Gar nicht so schön. Dann legen wir uns noch schnell ins Bett. Feuer ist mal wieder an, das freut mich sehr. Ja, die Bronze-Axt brauchen wir nämlich, um das stabilere Holz zu... Ja, das lesen wir schon seit weiß ich nicht wie vielen Folgen. Oder ich habe es zumindest bestimmt schon 5-mal gelesen. Brauche ich nicht nochmal vorquatschen. Ja, um das stabilere Holz zu erlegen, zu spalten, wie auch immer, brauchen wir unbedingt die Bronze-Axt. Und gerade im dunklen Wald mit dem stabilen Holz wäre ganz wichtig, weil dann können wir wohl zeitnah sogar
Gräulinge damit erledigen. Nein, wir können damit zeitnah ein Portal bauen. Entschuldigung, bin gerade nicht drauf gekommen. Portale muss man ja nicht groß erklären. Man kann zwei Stück hinsetzen und kann sich hin und her beamen. Jedenfalls auch eine sehr praktische Sache. Und dafür brauchen wir diese komischen Sörtling-Kerne. Zwei Stück, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und wir brauchen Edelholz. Und Edelholz kriegen wir halt von den stabilen Bäumen im Dunkelwald. Was wiederum die Bronze-Axt benötigt. So, genug erklärt. Weiter hier im Spiel. Wir werden ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Huch, ich laufe ja völlig falsch. Entschuldigung, ich wollte mal hier unten so nachschauen. Weil hier oben kommen ja dann halt die Berge und da wird's kalt. Da werden wir nicht sehr viel weiterkommen. Vielleicht finden wir ja den Händler. Ansonsten werden wir uns noch ein paar Dungeons und Kupfervorkommen markieren können. Jo. Und eventuell sehen wir ja sogar schon mal, wo es ungefähr in Richtung Sümpfe gehen könnte. Hey, ein Bienenstock. Ach, wir haben keine Pfeile mit, ne? Nee. Und ich... Treffe ich's? Ich treff's nicht, ne? Obwohl, die greifen mich an. Also, könnte nicht. Ich treff's natürlich nicht. Ach, ungünstig. Das müssen wir uns definitiv nochmal markieren hier. Bienen. Ist natürlich nicht dran gedacht, uns nochmal Pfeile zu machen, aber ich möchte auch nicht nochmal zurückgehen. Selbst wenn wir einen Troll treffen sollten, wäre ich jetzt gar nicht so tot unglücklich drüber, wenn wir ihn nicht erlegen, weil ja ganz ehrlich, Trolllederrüstung haben wir komplett. Zumindest alles, was wir bis jetzt herstellen können. Ich weiß nicht, ob es da noch ein weiteres Rüstungsteil gibt. Also wäre das auch nicht ganz so wild und alle anderen Gegner kriegen wir ja eigentlich auch im Nahkampf hin. Aber cool, da haben wir schon mal einen weiteren Bienenstock. Danke Freya für Regen und Sonne, für alle Sprosse, die den Erdboden durchbrechen. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Ich glaube. Bin mir aber nicht sicher. Aber steht meistens eh nur Unfug drauf. Das haben wir hier auch alles schon entdeckt. Und dann würde ich jetzt mal hier unten so ein bisschen die Richtung erkunden. Dunkelwald sollte ja da hinten dann losgehen. Ja, und dann irgendwann früher oder später müssten wir uns natürlich auch mal ein Boot basteln. Mal etwas auf Insel-Erkundung gehen. Da bräuchten wir aber eventuell noch eine kleine Base am Wasser. Wenn wir dann sogar noch ein Portal hätten von der einen zur anderen Base, dass wir immer mal schnell Rohstoffe holen können, dann wäre das eigentlich schon ziemlich geil. Aber es ist alles noch Grasland hier. Was haben wir hier Schönes? Aber ist nichts Besonderes, ne? Nö. Ja, zumindest finden wir hier eine ganze Menge Essen für unsere Wildschweine. Wir haben ja nun mittlerweile 4, die werden ja auch... auch irgendwann Hunger haben, die kleinen Ferkels. Da brauchen wir einen guten Pilzvorrat. Und die Karotten essen die, glaube ich, auch. Die sollten ja auch demnächst mal sprießen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Okay, also hier unten scheint wirklich komplett noch Grasland zu sein. Und Früchte ohne Ende. Vielleicht finden wir ja gleich hier auf dem Weg noch ein Kupfervorkommen, wo wir uns die 5 fehlenden Kupfer noch ergattern können. Hätten
nicht gedacht, dass so viel kostet. Ich war halt eigentlich schon echt viel Kupferfarm. Ich meine, gut, den Flug haben wir jetzt noch gebaut. Der hat auch ein bisschen gekostet, aber... ist schon eine ganze, ganze Menge Arbeit. Entschuldigung. Was ist das? So, er sah irgendwie so komisch aus. Er so lila geleuchtet hat, aber ich glaube, das war nur, weil er hier in der Nähe stand. Ja, okay, alles klar. Und wieder die düstere Musik, wenn wir den dunklen Wald betreten. Mal, wir haben Skelette, das heißt, hier wird doch bestimmt ein Dungeon in der Nähe sein. Komm, greif mal an. Aber selbst mit dem Bronzeschwert, also selbst gegen Skelette mit dem Bronzeschwert ist das mega geil. Oh, das sieht mehr aus wie ein Dungeon-Eingang. Da gehen wir natürlich rein, gar keine Frage. Die haben einfach gar keine Chance. Einzige, was halt ist, ist, dass das Schwert echt eine ganze Menge Ausdauer verbraucht. Aber dafür macht es halt auch gut Schaden, ne? So, sehr gut. Hier kriegen wir jetzt wieder gelbe Pilze. Wie gesagt, Sirtlingkerne können wir ja auch noch gut gebrauchen. Wir haben zwar, glaube ich, noch 2 Stück in irgendeiner Kiste versteckt. Wow, Brudi. War jetzt aber hier. Überraschungsmoment genutzt. Jetzt geht er weg und schießt mit Pfeilen. Ich fasse es nicht. Aber von diesen Sirtlingkernen können wir nicht genug haben, vor allem weil es auch ja definitiv nicht nur bei 1 oder 2 Portalen bleiben wird. Irgendwann haben wir wahrscheinlich die ganze Map davon voll und können uns überall hinbeamen. Deswegen müssen wir natürlich... und Rubine, geil. Inventar ist schon wieder fast voll. Da könnte ich etwas kotzen. Mal eins alleine hier. Nö. War doch klar. Ach, ich habe geblockt. War aber zu spät. So, hier haben wir noch einen und noch Skelettfragmente. Oder Knochenfragmente. Und zack, haben wir schon wieder 2 Stück davon. Hier ging es nicht weiter, oder? Ne, von hier sind wir gekommen. Bin gleich nach rechts gegangen. Ne, wir sind doch von hier gekommen. Dann war das anscheinend hier der Gang, wo wir vorher waren. Alles klar. Gut, die Seite ist erkundet. Dann lasst uns mal noch auf die andere Seite schauen. Oh, wir haben hier noch eine Tür. Ganz schön viele Skelette hier drin. Und auch weg damit. So, noch ein Kern. Wir haben noch eine Truhe. Also Federn und Bernstein, das sammeln die anscheinend gerne. Und Rubine. Wäre halt echt geil, den Händler mal zu finden. Aber es ist ein ganz schön großer Dungeon. Vor allem auch viele Truhen. Also nicht, dass ich was dagegen hätte. Nicht falsch verstehen. Ah, wir haben hier einen Spawner. Weiß gar nicht, aber... Ne, kaputt machen können wir die auch, ne? Ich würde jetzt einfach mal draufschlagen. Ich weiß nicht. Dadurch vielleicht auch was kriegen. Aber es sieht nicht so aus. Ich hätte jetzt gedacht, wie bei den Krautzwergennestern,
wir die uralten Samen her haben. Dass wir vielleicht auch hätten dadurch ein bisschen was gekriegt, aber leider nein. Aber dafür sieht zwar den Kern sehr geil aus, 4 Stück. Und wir sind noch nicht durch. Hier ist noch eine Tür, warte, wir machen die erstmal zu. Ja, renn erstmal zu deinen Kumpels. Bam, 40 Schaden, geil. Gut, hier geht's nicht weiter, hat sich nicht so wirklich gelohnt, außer 2 Skelette. Die Knochenfragmente werden wir bestimmt auch noch für andere Sachen brauchen. Hallo? Habe dich gehört, aber nicht gesehen. Noch eine Truhe. Jedenfalls sehr geil, aber wir sind halt schon wieder fast voll. Das ärgert mich ein bisschen, aber weiß nicht, ob wir vielleicht früher oder später noch einen größeren Rucksack kriegen. Das wäre Gold wert. Ja, vielleicht beim Händler. Oh, wir müssen mal ein bisschen nach dem Leben gucken. Gehe hier so voll motiviert rein. Nicht, dass wir schon wieder sterben. 2-mal hat gereicht. Müssen mal ein bisschen was nachhauen. Dann hauen wir uns doch mal einen Honig rein. Haben wir noch einen Honig? Und keinen Honig. Ist auch echt krass groß, der Dungeon, ne? Hier geht sogar noch weiter. Hilfe. Lasst uns erstmal nochmal kurz hier weiterschauen. Was ist denn das eigentlich? Das sind Schilder. Lang gerade so, als wäre hier was in der Nähe. Hör doch was. Aber einen Spawner haben wir eigentlich nicht übersehen. Das führt ins Nichts, also haben wir bloß noch die eine Tür. Und hier geht's auch nicht weiter. Okay, wir sind durch. Aber hat sich doch definitiv gelohnt. Auf jeden Fall eine ganze Menge gelbe Pilze und die sind ja eigentlich gar nicht so schlecht. Zumindest für unseren aktuellen Stand. Hau ich die mir eigentlich ganz gerne rein. Schaut mal, haben wir schon wieder 70 Stück zusammen. Das kann man schon mal machen, würde ich sagen. Ach, jetzt hat er uns gehört. Du darfst fliehen. Ja, gut, okay. Entschuldigung, aber wenn du mir so in die Arme rennst. Sogar eine Trophäe und wir haben keinen Platz mehr. Na, sehr geil. Ich weiß nicht, ob wir die Trophäe noch unbedingt brauchen. Wir haben eigentlich schon recht viele davon, aber das Hirschfell würde ich gern mitnehmen. Wir hauen mal, was hauen wir mal weg? Wir hauen die 4 Harz weg und wir hauen die Fackel weg. Wir haben noch eine Fackel einstecken, das ist okay. Aber ich glaube, da müssen wir uns jetzt doch erstmal wieder auf den Weg nach Hause machen. Das sind immer so krasse, weite Wege, ne? Verbringt man halt die halbe Folge damit, erstmal herzukommen und dann findet man einen Dungeon und das komplette Inventar ist voll. Wir müssen tatsächlich erstmal abladen, so leid es mir tut. Können ja dabei mal hier so den Bogen laufen, vielleicht findet sich dort noch was, dass wir zumindest ein bisschen was noch gesehen haben. Aber ich habe halt auch keine Lust, jetzt allen Loot liegen zu lassen. Na, dich jetzt nicht. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ist das noch ein Dungeon? Nö, es ist bloß wieder so eine kleine Mauer. Das Kupfer? Auch Stein, ne? Bin mir nicht sicher, ob wir die Spitzhacke ausgerüstet haben müssen, aber ich glaube nicht. Achso, und unser Schwert ist auch schon fast kaputt. Also gar nicht so schlecht, dass wir wieder nach Hause machen. Naja, eine ganze Menge gelbe Pilze haben wir. Noch ein Fragmente, 4 Sirtlingkerne. Das ist okay. Aber ihr seht, es geht halt immer nur ein bisschen schmächtig voran mit dem Erkunden. Vielleicht werden wir dann in der nächsten Folge doch mal auf Dungeons und alles andere verzichten. Dann wirklich einfach nur mal ganz
stumpf durchrennen. Ist eventuell die bessere Lösung. Also ich würde halt wirklich gerne die Karte noch ein bisschen aufdecken. Den dunklen Händler vor allem finden, wissen, wo die Sümpfe sind und so weiter und so fort. Und das wäre schon Gold wert, das alles zu wissen. Ja, wir sind schon wieder an einem Folgenende angelangt. Morgen 19 Uhr geht's dann wie gewohnt weiter. Ich werde jetzt noch in Ruhe nach Hause laufen und dann starten wir die nächste Folge. Entweder von zu Hause aus oder vielleicht laufe ich schon mal wieder hier ein bisschen in Richtung dunklen Wald. Dass wir nicht in jeder Folge so viele Laufwege haben, das wäre schon für euch sicherlich etwas spannender. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis morgen. Macht's gut!